Ja, Freunde, ich gucke mir kurz den Track an. Von mir aus schaue ich mir der YouTube. Moment. So. Revi-Diss-Track. Immer gönn, Digga. Bin mal gespannt. Yo, Revi, erinnerst du dich noch an SpongeBob gegen Gio 2013? Wenn nicht, dann hier eine kleine Erinnerung für dich. Yo, verrat uns mal, wie kamst du auf dein krasses Konzept? Erzählst den Leuten, dass man sich vor meiner Nase erschreckt. Originell hast einfach Nase gegen Bastard ersetzt und den Scheiß direkt auf 10 Minuten für das Zaster gestreckt. Und anstatt mal eigene Video-Ideen zu zeigen, hast du dich ganz dreist an Hungerslikes bedient und geweitet. Hast nichts weiter getan, außer den Mimi auszutauschen. Revi, wem willst du die Scheiße jetzt als Video verkaufen? Yo, ich mute dein Shit, denn du hast ein und dieselbe Werbung 5-mal wiederholt und auf 10 Minuten gestreckt. Hatest oberflächlich und erzeugst den Schein als Hätte Substanz. Doch wer Skorpion nicht dein Kontra hat, jetzt keine Relevanz. Revi, du verpisst dich nach dem Part und gibst Gummi, denn das einzig Gute an die Knechte sind Palle und Sturmi. Und du kommst nie wieder zurück nach diesem Track, denn wer jedes Video billig streckt, verdient keinen Respekt. Du bist Revi, und musst um zu flashen, einfach Stimme halten, doch machst auch in miesen Zeiten Klickgebeute billig Scheiße. Jo, du versuchst damit Marcel zu verletzen, bin wie Jodys G-Punkt, du kannst mich nicht treffen. Du bist Revi, und zeig Cash jetzt raus aus diesen kleinen Kids, ich schenk dir von dem Madsense Mann ein paar neue Minecraft-Skins. Jo, deine 10 Minuten Videos bedrohen mich. Schaltest 5-mal Werbung, Revi, Hauptsache lohnt sich. Ich chill im Benzer ohne Jump, Player Special. Währenddessen heult die Pussy, der Marcel darf nicht rappen. Hat gar keinen Plan vom Rap, aber ist ständig am Reden. Revi, du weißt nur, der Hate gegen mich hält dich am Leben. Machst ein Video und haust dann 100.000 fette Mitrolls rein. Beschwerst dich über Adblock-Kids mit deinen wacken Billo-Line. Dein Kopf wird gespalten, du hast die Werbung nicht vergessen. Du hattest nur keinen Bock, sie zu schalten. Besser rennen und zwar ziemlich schnell und weit von hier. Du hast nur doppelt so viel Labos, weil die größten Opfer Minecraft spielen. Machst pseudo gute Videos, die langweilig sind. Du musst 3 Werbungen schalten, um mal ein Sonnenlein zu bringen. Das nimmt nie ein Ende. Und wären in deinem Video noch 10 Werbungen mehr, dann hätte es schon Spielfilmlänge. Bring noch 100 Clips, indem du mich auf Nase reduzierst. Doch das trifft mich nicht von einem, der noch nicht mal existiert. Du bist Revi und musst um zu flashen einfach Stimme halten. Doch machst auch in miesen Zeiten Klickgebeute Billig-Scheiße. Jo, du versuchst damit Marcel zu verletzen. Bin wie Jodys G-Punkt, du kannst mich nicht treffen. Du bist Revi, holst dein Cash jetzt raus aus diesen kleinen Kids. Ich schenk dir von dem Madsense Money ein paar neue Minecraft-Skins. Jo, deine 10 Minuten Videos bedrohen mich. Schaltest 5-mal Werbung, Revi, Hauptsache lohnt sich. Ist da jetzt noch was? Nee. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Man muss das natürlich, wie alles, was Marcel musikalisch macht, auch ein bisschen mit Humor nehmen. Wenn man es jetzt so sieht, dass man sagt, oh, also wenn man den jetzt vergleicht mit irgendwie einem sehr bekannten Rapper wie beispielsweise Kollega oder was weiß ich, Marcel macht es ja auch Spaß. Also er geht da mit Fun ran. Die Line gegen mit Jody, mit dem Kitzler, Digga, da hat auf jeden Fall mir einen Schmunzler über die Lippen gebracht, Digga. So, kurz die Playstation nochmal auf Krampf anmachen, obwohl ich seit 5 Stunden die anhab und noch nicht einmal gespielt habe. Ansonsten, Digga, ja, also. Klar kann man es immer an Sachen messen, die viel besser sind, aber er hat meinen Respekt, Diggi, dass er das einfach macht. Man muss es nicht mögen. Es wäre jetzt auch kein Track, den ich bei mir im Auto pumpen würde oder so. Aber er hat meinen Respekt, dass er das macht. Und es gibt es bestimmt besser, aber es gibt es auch wesentlich schlechter. Also hat er da, finde ich, also ist in Ordnung, Digga. Also. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Ist nicht meine Musik, also würde ich nicht privat beim Autofahren hören, aber man muss das immer auch mit Humor sehen. Und natürlich ist auch das, Revi wird darauf jetzt wieder ein Reaction-Video machen, da wird Marcel wieder ein Video machen. Das ist halt auch einfach, muss man ja auch mal sagen, YouTube-technisch gesehen, Abos dahin, Abos dahin. Das ist jetzt ja kein ernst gemeinter Diss-Track von Marcel. Wer denkt, das wäre ernst gemeint, ne? Naja, gut. Er hat auf jeden Fall meinen Respekt, dass er das macht, Digga. Also, dass er das so durchzieht. Here we go. Yeah. Yeah.